In meinem Alter sollte ich vielleicht daran denken, einen Gang runterzuschalten. Aber ich mache ganz das Gegenteil. Celebrity Chef Wolfgang Puck. Die Gäste wussten, wem das Restaurant gehört, aber keiner wusste, wer ihr Essen kochte. Wolf rückte den Koch ins Rampenlicht. Sie müssen auf jeden Fall unsere Agnolotti probieren. Mit der Eröffnung des Spago servierte er unkomplizierte Gerichte, die unglaublich schmackhaft waren. Die Promis rannten ihm die Türen ein. Sie wollten alle immer ins Spago. Daher kannte Wolfgang alle Filmstars. Jetzt hat das Zeitalter der Promiköche begonnen. Alles war ein Riesenerfolg. Aber ich fragte mich, wer bin ich eigentlich? Als Kind in Österreich war mein Stiefvater sehr streng mit uns. Er sagte zu mir, aus dir wird sowieso nichts. Echte Männer arbeiten doch nicht in der Küche. Die Küche war für mich als Kind der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühlte. In dem Moment habe ich beschlossen, ich beweise ihm das Gegenteil. Gäbe es einen Mount Rushmore für die kalifornische Küche, Wolfgang wäre genau in der Mitte. Wolf hat die Essgewohnheiten der Amerikaner verändert. Wolfgang hat kein finales Ziel, vielleicht ist er deswegen immer noch so dabei. Essen ist Familie. Menschen glücklich zu machen, ist mein Lebenszweck.